Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Leider musste ich letztes Mal das Video ein bisschen früher beenden. Ging in dem Moment gerade nicht anders. Kommt vielleicht alle Jubeljahre mal vor. Aber gut, letztes Mal war es halt so. Egal, machen wir so weiter. So, ich habe 18 Lebenspunkte. Ich gehe jetzt garantiert zum Elite-Gegner nicht. Nein, danke. Was haben wir hier? Oh, das ist natürlich sehr verlockend. Oh, das ist halt sehr verlockend. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja. Muss ich halt vielleicht gucken. Ja, 64 Lebenspunkte. 74 Lebenspunkte sind, glaube ich, noch. Okay, dann können wir vor allen Dingen jetzt hier auch mal ein bisschen was schmieden. Und zwar, ich würde vielleicht sogar... Ah, das ist jetzt die Frage. Gut, also die müsste ich halt auf jeden Fall dann spielen. Das ist ein bisschen doof, weil die kostet auch 3 Energie. Ich würde trotzdem eher was anderes nehmen. Ich würde vielleicht... Ich glaube, ich nehme wirklich Puffer, weil zweimal TP-Verluste verhindern. Vor allen Dingen, wenn da ein bisschen härter zugehauen wird, wäre das vielleicht sogar besser. Gut, hallo Kollege. Der olle Zeitfresser. Bei jeder 12. gespielten Karte endet ein Zug und Zeitfresser erhält 2 Stärke. Ach, das war das. Ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Wir spielen natürlich Hallo Welt. Ich werde auch definitiv dann hier sofort alle Machtkarten soweit raushauen. Und ansonsten, diese ganzen anderen Sachen hier. Ich könnte auch Batterieladen spielen, aber nee. Weil jede Karte zählt. Dann hebe ich mir das lieber so ein bisschen auf, glaube ich. Ja, 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 ne? Schleife. Spielen wir auch. Und ich glaube, ich muss jetzt... Ah, das ist halt jetzt schon wieder ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss halt echt Spaltung nehmen. Damit wir zumindest hier ein bisschen Block haben an der Stelle. Und Chaos. Ja, gut, machen wir das so. Können wir nochmal Karten ziehen, aber das bringt mir an der Stelle jetzt auch nicht so viel. Trinken wir den mal und dann würde ich fast sagen, ich nehme jetzt hier Batterieladen und dann spielen wir einmal Batterieladen. So. Dann haben wir zumindest 22 Block. Das hat trotzdem schon echt weh getan. Gut, Selbstreparatur ist im Prinzip egal, aber wir haben jetzt eh so viel Energie. Wir können noch 6... Moment, der zählt hoch, ne? Ich glaube, der zählt hoch. Dann haben wir nicht mehr so viele Karten. Aber wir können zum Beispiel hier Puffer nicht spielen, weil Puffer wäre jetzt gerade blöd. Das können wir auf jeden Fall spielen. Ich spiele jetzt einfach Selbstreparatur, weil damit die Karte hier raus ist aus dem Deck. So, 10x3 willst du mir verpassen. Wir haben hier Wahnsinn. Das ist eine totale Wand. Ist jetzt gerade echt ein bisschen doof. Ich würde vielleicht... Schwierig. Elektrodynamik spielen. Und jetzt hat er 9 von... Ah, das ist natürlich, wenn er hier angreifen will... Ich kann gerade nicht blocken. Ich kann jetzt, ich glaube, es wäre echt am besten, wenn ich jetzt nichts mehr mache. Und wenn ich dabei bin, das auszulösen, sollte ich vielleicht irgendeine Karte mit Block spielen. Sowas zum Beispiel. So, Wahnsinn hätten wir hier noch. Das wäre der totale Wahnsinn. Regenbogen. Halt, Moment. Jede 12. Karte. Ach, verdammt. Warum dachte ich denn gerade eben an 10. Karte? Egal. So. Lassen wir auch erst nochmal so. Sieht jetzt nicht so gut aus. Das sieht echt nicht so gut aus. Ja. 11 war das. Wir können natürlich... Ich habe jetzt hier wieder nichts mit Block. Ich nehme jetzt hier dunkle Fesseln. Die kam mir gerade echt gelegen, die Karte. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Puffer. Das heißt, wir können auch ein bisschen was machen. Dann nehme ich jetzt hier auch direkt doppelte Energie. Dann spielen wir Kapazität.
Dampfball, dann haue ich jetzt hier fast alles raus. Das können wir noch spielen. Konsumieren werde ich jetzt ruhig einmal spielen und einmal Sprung noch. Das Problem ist halt echt an ihm, dass wenn er angreift, halt eigentlich immer so um die 30 Schaden macht. Und das ist halt für mich jetzt nicht so toll. Sprung, Batterie laden, ja. Hologramm. Das ist jetzt eigentlich ganz gut. Und dann können wir die Karte nochmal spielen und hier... Ich will das halt nicht aufladen, indem ich hier einen Blitz auslöse. Oder einen Blitz schaffe. Das ist auch alles gerade nicht so toll. Dann lassen wir die Orbs... Dafür so, dann machen wir das halt so, dass die Orbs lieber passiv ein bisschen Schaden noch machen. So, nochmal konsumieren nehme ich jetzt aber nicht. Ich nehme jetzt Systemstart. Und gar nichts mehr in der Runde. Ich habe ja auch noch den Trank. Also ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal drauf schauen, dass ich ja, wenn ich denn nicht tot bin. War ja klar. Ja, das war auch sowas von klar. Gut. Wir haben immerhin was zum Freischalten. Turbo. Oder was freigeschaltet. Na, okay, da tauscht man quasi Energie gegen Energie. Trennen. Ja, das wäre halt auch ganz cool. Wobei, das ist wieder mit diesen Karten, die halt den Effekt haben, wenn man mit den Gegner tötet, dass sie dann irgendwas auslösen oder dass man irgendwas bekommt. Das mag am Anfang und in der Mitte auch noch ganz gut funktionieren. Aber gerade später dann wird es halt schwierig. Und bei Bossen, wenn die keine Ads haben, ist die Karte halt auch jetzt nicht so toll. Meteorschlag. 24 Damage, 3 Plasma. Okay, gut, gut. So. Dann würde ich sagen, starten wir einfach einen neuen Run. Was soll's. Dann würde ich... Ist halt die Frage, wie nehmen wir die Stille? Oder ich... Ja, komm, ich nehme hier den Eisernen. Und was machen wir? Karte entfernen. Ha. Gold ist natürlich nie verkehrt. Leben verlieren, seltene Karte fürs Deck bekommen. Ist jetzt am Anfang auch noch nicht so das Problem, weil wir durch das Relikt halt geheilt werden. Deswegen wäre das vielleicht sowas. Es könnte halt gut sein. Könnte. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier mal schauen, hier haben wir so Elite-Gegner. Da sogar zwei hintereinander. Dazwischen haben wir noch ein Lagerfeuer. Das wäre dann natürlich schon so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, dann würden wir die zwei halt mitnehmen. Würde ich halt... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit denen hier am Anfang direkt zum Shop möchte. Deswegen, ich glaube, wir probieren das jetzt mal hiermit. Und was kriegen wir? Opfergabe. Ja, Doppeltreffer ist halt... ich glaube, dann würde ich eher Doppeltreffer nehmen. Brutalität. Nee. Ich glaube, ich nehme Doppeltreffer. Da machen wir auf jeden Fall erstmal mehr Schaden, was jetzt ja nicht so verkehrt sein kann. Und gut, dann spielen wir einmal Doppeltreffer und einmal Schmettern. Hat schon gleich gut funktioniert. So. Und ich würde halt gerne gucken. Das war halt kein Schaden bekommen. Und dann spiele ich hier erstmal maximal auf Block. Einfach damit wir uns dann... So wieder hochheilen. Ein Angsttrank. Das ist natürlich schon okay. Vor allen Dingen, wenn wir dann auf Angriffe gehen. Schockwelle, ja. Ja, ist. Ja, könnte. Ist halt auch wieder situationsbedingt. Das ist halt super gegen viele Gegner. Ich glaube, einmal nehme ich die mit.
So, wir haben 114 Gold. Ich könnte theoretisch schon sagen, ich möchte Karten entfernen, aber ich wüsste jetzt auch nicht so wirklich, was ich dann nehmen sollte. Ich könnte halt Schläge entfernen. Aber gerade jetzt am Anfang... Wir haben ja halt auch eine Menge Events noch vor dem Elite-Gegner. Ach komm, guck mal im Shop, vielleicht kriegen wir ja auch günstig irgendwie eine nette Karte. Seele trennen. Nicht so unbedingt. Kinnhaken wäre ganz cool. Entflammen wäre halt auch ganz cool. Schwäche erkennen wäre halt auch nicht verkehrt. Aber ich würde halt echt sagen, ich schmeiße hier erstmal einen Schlag raus. Dann machen wir das halt so. Ich habe jetzt wieder nicht nach Tränken geguckt. Ritual, Energie und 10 Damage an einen Gegner. Kann am Anfang natürlich auch ganz nützlich sein, wenn man so einen Trank hat, der dann an einen Gegner 10 Schaden macht, um einfach mehr Schaden am Anfang zu machen. Mehr Gold, das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt hier am Anfang. Ich nehme jetzt hier den Fluch mit. Weil dann würden wir definitiv dann auch erstmal mehr Gold bekommen. So, jetzt ist die... Ich glaube, ich gehe dann... Na gut, hier auf der rechten Seite haben wir halt noch ein Lagerfeuer zwischen den zwei Elite-Gegnern. Hier halt nicht, aber da hätten wir mehr Gegner. Das heißt, wir kriegen auch mehr Karten zur Auswahl. Aber erstmal müssen wir schauen, was das hier gibt. Ein Sparschlund. Halt auf jeder erreichten Ebene 12 Gold, bis du das nächste Mal Gold im Laden bezahlst. Ja, wenn ich das am Anfang kriege, warum nicht? Und ja, so toll ist das aber auch nicht. Mal 12 Gold für jede Ebene, bis ich das nächste Mal Gold im irgendwas im Laden kaufe für Gold. Naja. Naja, naja, naja. Okay. Ich glaube... Ja gut, nee, ich gehe dann trotzdem links lang, weil da nochmal ein Shop, wir haben eh kein Gold, deswegen würde ich dann eher gucken, dass wir eventuell keinen Schaden bekommen. Wäre halt super gewesen. Hatten wir gerade so ein bisschen die falschen Karten auf, dann jetzt ist das natürlich auch noch, jetzt kriege ich hier verteidigen, ist klar. Okay, kriegen wir dich kaputt? Das wären 16, 6, 12, das wären 18. Das müsste also dann auf jeden Fall... Ach, das reicht auch schon so, weil mehr Schaden. Alles klar. Fruchtsaft. Mehr Max-TP nehme ich gerne. Geisterrüstung wäre halt auch schon ganz gut, aber es ist halt auch wieder so eine Karte, die muss man dann auch eigentlich immer spielen, sonst ist sie weg. Für den Kampf. Deswegen nehmen wir das auch mit. Dann können wir das hier schon mal trinken. Und ja, gegen die hier ist das natürlich schon so ein bisschen die Frage, wie wir das denn machen. Ich starte jetzt hier erstmal mit, ja toll, in diesem Zug. Ja, das ist ein bisschen schade. Es wäre mir lieber, wenn der Effekt bis zum nächsten Angriff aktiv wäre. Geisterrüstung können wir spielen und spielen wir verteidigen, was soll's. Dann hauen wir einmal zu. Und wir haben hier Geisterrüstung wieder. Alles klar, dann muss ich mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Schaden machen. Weil wir machen generell noch nicht so viel Schaden und halt auch gar keinen Schaden gegen mehrere Gegner. Das ist halt ein bisschen doof an der Stelle. So, Doppeltreffer. Hat leider nicht gereicht. Hatte auch noch das Artefakt. Ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd, so. Verteidigen. Dann ist einer schon mal weg. Na, immerhin haben wir jetzt zweimal verteidigen. Wenn es natürlich richtig doof läuft, dann schaffen wir gleich den zweiten Elite-Gegner nicht mehr. So, Doppeltreffer. Na toll.
Oh ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Das sieht jetzt echt nicht so gut aus. Gut, dafür ist der andere gleich auch raus. Das Problem war echt, wir machen halt zu wenig Schaden. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt hier jetzt. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Schaden kriege ich. Das ist halt das Problem. Vor allen Dingen gegen Elite-Gegner, der aus mehreren Elite-Gegnern besteht. Doppeltreffer nehme ich jetzt im Schlag. Und dann müsstest du eigentlich jetzt auch platt sein. Ja. 25 Gold, ein Gremlinhorn. Ja, das ist doch ganz cool. Wenn Gegner stirbt, erhalten wir Energie und ziehen eine Karte. Knaufschlag. Ja, das ist auch alles jetzt wieder. Füge 6 Schaden zu, füge jeder deiner schlagbeinhaltenden Karten plus 2 Schaden zu. Ja, am Anfang ist das vielleicht brauchbar, aber später. Ich würde jetzt erstmal hierauf verzichten. Toll, und wir müssen dann halt zum Elite. Ja, das ist jetzt auch super. Das kann ich mir nicht erlauben an der Stelle. Das lassen wir mal lieber. Das wäre nämlich echt ein bisschen blöd. So. Das hat es jetzt vollgebracht. Bin begeistert. Geisterrüstung spielen wir. Und dann wecken wir dich jetzt hier schon auf. Vielleicht werde ich dann jetzt auch schon hier den Angsttrank nehmen. Einmal Schockwelle spielen, einmal Verteidigen spielen. Ist halt die Frage, was ist besser? Zu gucken, dass man keinen Schaden bekommt oder möglichst wenig Schaden oder halt hier Schaden machen. Ich befürchte, hier ist gleich Sense. Das ist halt echt nicht so gut. Nicht, oh Gott, ja, super. Ja. Du wurdest erschlagen. Ein Nickerchen klingt gut, natürlich. Ja, da wollte ich ein bisschen zu viel am Anfang. Hätte ich ein bisschen mehr gucken müssen. Wenn ich am Anfang halt das mache, dass ich so viel Leben verliere, dann vielleicht erstmal zum Lagerfeuer oder nur ein Elite-Gegner und dann Lagerfeuer, irgendwie so die Richtung. Theoretisch, es hätte vielleicht auch funktionieren können, vielleicht, mit anderen Karten. So war das halt ein bisschen noch sehr schwach, weil wie gesagt, je länger der Kampf am Anfang dauert, desto mehr Schaden kriegen wir und wenn wir eh schon weniger Leben haben, dann ist halt auch sehr schnell vorbei. Na gut, das probieren wir nächstes Mal nochmal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.